Es ist schon wieder Samstag, es ist Steinway-Zeit. So süß und knuddelig unsere tierischen Begleiter auch sind, so cute auch Katzen oder Hunde manchmal sind, nicht immer aber sind die stressfrei. Die Tierbesitzer kämpfen immer wieder mit der Sturheit oder mit der Ahnungslosigkeit von Tieren und müssen manchmal sich ganz schön ins Zeug legen, damit irgendwas funktioniert. Das arme Mädel, ey, das ist ein fucking 50 Kilo schwerer Doggy. Die Rasse könnt ihr benennen, ich hab da keine Ahnung. Und die rackert sich allen ab, damit er endlich mal in die Wanne reinkommt zum Baden. Aber der gibt keinen Fuck. Ihn juckt es nicht. Ellie hätte lieber einen Schnitzel, aber nein, die Frau will ja ihn baden. Der Name des Hundes ist Harley und der Clip ist viral gegangen. Hat über hunderte Tausende von Views. Ich frag mich aber, ob das viral gegangen ist, weil der Hund baden geht oder weil das Mädel da so sich abrackert. Weil das ist schon ein bisschen... wie auch immer. Wer filmt das aber? Das muss ja irgendjemand filmen. Der Freund, der Nachbar, der Postbote. Oder vielleicht sogar alle drei zusammen. Wer weiß, was danach passiert. Ich meine, bei Japan beschwere ich ja mich immer, dass er sich so ein Hinterhofambiente hat und danach kommt die geile Action. Wer weiß, was da passiert. Ich schweife vom Thema ab. Wir sind bei Hunden. Und die filmen das Ganze einfach nur und keiner hilft? Hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Ist einfach nur lustig zum Ansehen. Nun, wo Tiere auch Stress machen können, ist das Essen. Wer kennt nicht diesen zuckersüßen Hundeblick, wenn man ein Stück Frikadelle auf dem Tisch hat? Holy shit, der guckt einen an, der bohrt sich tief in deine Seele und gibt dir einfach nur Schuldgefühle, weil du ihm nichts gibst. Bei Animes haben die Hauptcharaktere immer so einen Special Skill, irgendwie Feuerball oder sowas. Aber Hunde haben den Skill, dass man einfach nur sich beschissen fühlt, wenn man denen nichts zu essen gibt. Und wenn man denen nichts gibt, besorgen sie sich das Essen manchmal selber. Vorsicht, könnte leicht ekelhaft sein. Saban? What happened to my sandwich? Where's my sandwich, Saban? What's in your mouth? Saban, are you hiding my sandwich in your mouth right now? What is this? What is this? What's in your mouth right now, Saban? Are you trying to... Oh, there. There it is, okay. Der miese Bastard! Der hat ein ganzes Sandwich im Mund und tut noch so, als ob er nichts hat. Sitzt da komplett unschuldig und denkt sich nur, Frauchen, geh weg, ich hab ja nix. Hör auf, mir hier die Schuldgefühle einzuschreiben. Ich bin hier derjenige, der Schuldgefühle gibt, wenn du mir nichts zu essen gibst. Und weil du mir nichts zu essen gegeben hast, muss ich mir selber was besorgen. Und er versucht das auch noch zu verheimlichen. Das ist das eigentlich das Besondere an dem Video. Der sitzt da rum, wartet eigentlich nur, bis sie weg ist, damit er endlich anfangen kann zu kauen. Ein ganzes Stück Sandwich im ganzen Mundraum hängt da und der kann es einfach nicht abwarten. Aber anscheinend haben Menschen auch die Fähigkeit, Schuldgefühle an andere Lebewesen einzuschreiben. Weil der Hund, der sieht schon aus, als ob er sich schuldig fühlt oder einfach nur Schuldgefühle hat. Aber holy shit, ein ganzes Sandwich im Mund. Und das kotzt er dann auch noch so ekelhaft aus. Bleh. Da war ja der kotzende Hund, der an einem Baby gerochen hat, ja noch halb so wild. Nicht nur Hunde machen Stress, ne? Was sage ich immer über Katzen? Das sind die seltsamsten Viecher auf diesem ganzen Planeten. Katzen sind die einzigen Lebewesen, die sie abgefuckt cute zu what the fuck machst du gerade wechseln können. Diese dumme Pussy. Was hat das für ein Problem? Was hat der Stofftiger der Katze angetan? Der sitzt seelenruhig und die Katze ist am Mobben. Das ist 1A Tiermobbing. Der Tiger wehrt sich nicht. Aber die Katze, die haut immer wieder drauf. Immer wieder, immer, 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 immer wieder. Fühlt die sich bedroht? Ein Scheiß. Der Tiger macht nichts. Okay, hören wir mal damit auf. Auf jeden Fall, die Katze hat irgendwie Probleme damit, dass der Tiger da hängt und versucht sich zu wehren. Vielleicht denkt es wäre Konkurrenz. Sie hat auf jeden Fall ein hübscheres Fell als die eigene Katze, ne? Nicht, dass noch die ganzen anderen Pussys noch auf den Tiger anspringen. Er versucht, das Revier zu verteidigen. Wenn er das nicht macht, überrennen noch die ganze Tiger die Neighborhood und klauen die ganzen anderen Bitches. Na, aber nicht mit dieser Katze. Wenn diese Katze in der Hut ist, da kommt kein Tiger durch. Auf jeden Fall, auch dieser Clip ist ultra viral gegangen. Einfach wegen der mobbenden Katze, weil die total abfährt, aber wegen einem Stofftiger. Und das meine ich halt. Die können vom Cute zu What the Fuck wechseln in Bruchteilen von Sekunden. Wenn ihr letzte Woche dachtet, das Motorrad wäre wahnsinnig schnell gewesen, dann habt ihr noch nie eine Katze gesehen, die innerhalb 0,1 Millisekunde von Super Cute auf What the Fuck wechselt.
Weil das ist die Spezialfähigkeit von Katzen. Die können keine Schuldgefühle machen, aber die können sehr seltsam werden. Katzen sind schon strange Viecher. Ey, das war mal eine tierische Folge heute, oder? Wir hatten süße Hunde und wir hatten süße Katzen, die alle irgendwie ein Problem hatten. Und dabei haben wir die Sonderfähigkeiten von Tieren kennengelernt. Von Schuldgefühlen bis zu total what the fuckness. Aber ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß. Und wenn ihr Spaß hattet, dann haut doch mal auf den Like-Button und hinterlasst einen schönen Kommentar. Ihr könnt reinschreiben, schöner Kommentar, wenn ihr wollt. Aber natürlich auch hier oben rechts auf das i klicken, dort findet ihr weitere Folgen. Ich sehe euch in der nächsten Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und gebt mir Flosse. Flop.